Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo wie immer natürlich die allerschönsten Menschen eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, ein hoffentlich schönes Wochenende und ich freue mich sehr, wir haben wieder einen potenziellen Hit bekommen von Nina. Sie hat Fliegen rausgebracht und wir werden natürlich direkt reinhören. Die erste Frame hier sieht aus wie aus dem AI-generierten Trailer für ihre EP, auf die ich mich sehr freue. Und ja, Fliegen ist ja auch ein Teil davon. Ich würde sagen, wir hören direkt rein. Die letzten Tracks von Nina waren fantastisch. Wir haben uns auch von Fata Morgana die Version mit Tokyo Hotel angehört. Die habe ich noch mehr ans Herz geschlossen als die originale Version, glaube ich. Schaut euch die Videos gerne an. Ansonsten schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was wir uns noch anhören sollen. Von wem auch immer. Ich bin offen für alles. Wir hören uns aktuell auch gerade so viel englische Musik an. Tate McRae. Bald kommt vielleicht so ein bisschen Ariana Grande. Wer weiß, Taylor Swift. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. Billie Eilish. Wir schauen mal rein. Wir schauen mal nach. Olivia Rodrigo. Also, who knows, was noch kommt. Aber ja, lasst gerne die Augen und Ohren offen. Und ja, jetzt würde ich sagen, hören wir rein bei Fliegen. Ich freue mich sehr. Wow. Zu viel des Guten, hab nur drauf gewartet, dass plötzlich die Lage kippt. Alles, was glücklich macht, alles, was ich immer wollte, das habe ich. Wow. Manchmal geht bei mir die Sonne nicht auf, ich hab Albträume bei Tageslicht, seitdem... Oh, irgendwie, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Hat sie den schon mal live gespielt irgendwo? Nee, oder? Das habe ich. Manchmal geht bei mir die Sonne nicht auf, ich hab Albträume bei Tageslicht, seitdem, oh, was im letzten Jahr war, weiß ich ganz genau, was gemacht... Oh, doch, irgendwoher komm, ich kenn ich das. Ich weiß aber nicht, woher. Oder war das im Trailer zu hören? Bilde ich mir gerade irgendwas ein? Ich weiß es nicht, aber die Zeile ist so stark... Manchmal geht bei mir die Sonne nicht auf, ich hab Albträume bei Tageslicht. Ich glaube, die Zeile die kenne ich schon von Nina, oder? Manchmal geht bei mir die Sonne nicht auf, ich hab Albträume bei Tageslicht. Oder habe ich gerade das mega Déjà-vu? Weil die Zeile ist so unfassbar gut, ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal drüber geredet, wie gut ich diese Zeile finde. Seitdem, was im Wow. Manchmal geht bei mir die Sonne nicht auf, ich hab Albträume bei Tageslicht. Seitdem, was im letzten Jahr war, weiß ich ganz genau, was gemeint ist, wenn jemand von Panik spricht. Und ist krass, wow. Wow. Aber bei mir alles schwarz, ja. Frische Luft, tausend Dinge. Im Kopf, ich vergesse zu atmen. Schau in mich. Wow, wow. Wow, okay, Fliegen. Fliegen ist auch so ein starker Titel dafür, weil es ja eben um dieses Schnelle von, es war jetzt ja bei ihr nie von 0 auf 100, aber es war ja trotzdem in der Zeit von Corona nochmal so ein Bam. Unverhältnismäßig riesiger Jump bei ihr. Krass, okay, und darum geht's eben so. Überflieger sein, so mäßig, ja. Tausend Dinge im Kopf, ich vergesse zu atmen. Schau in mich rein, frag mich, wer hier wohnt. Eckgeschoss, ich kriege Vertigo, sag was, was. Wow, 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 okay. Das Ding ist ein lyrisches Meisterwerk, habe ich das Gefühl. Schau in mich rein, frag mich, wer hier wohnt. Eckgeschoss, ich kriege Vertigo, sag was passiert, wenn ich fall. Sag was passiert, wenn ich fall. Stark, was passiert, wenn ich fall, kann man auch wieder auf mehrere Sachen beziehen, wenn der Hype irgendwann nachlässt und man fällt, die Karriere, aber was ist, wenn sie als Nina fällt, als Person, Persönlichkeit, sehr, sehr starker Song, wow, holy shit, okay, diese EP wird krass, die wird heavy, die wird was heavy. Was passiert, wenn ich fall, sag, was passiert, wenn ich fall, nimmst mich in den Arm, die Zeit bleibt bei dir stehen, wow, und plötzlich fühlt sich freier Fall wie Fliegen an. Wow. Du schaffst Dinge, die sonst niemand kann. Wow. Oh. Das gibt mir auch wieder Vibes so ein bisschen von ihrer englischen Mucke. Und das mag ich gerne, weil ich bin großer Fan von den englischen Liedern auch. Und sie hat letztens auch in einem Livestream gesagt, sie schreibt noch für Künstler, KünstlerInnen auf Englisch. Und ist ab und zu auch noch zu hören auf Englisch. Du schaffst Dinge, die sonst niemand kann. Wunderschön, wunderschön. Ich muss gerade nicht da. Oh, das ist so eine Zeile, wow. Ich muss gerade nicht stark sein. Boah. Das ist so eine krasse Zeile für dich. Ich muss gerade nicht stark sein. Das ist das schönste Gefühl, was dir eine Person auf dieser Welt geben kann. Dass man selbst gerade nicht stark sein muss. Das kennt man am ehesten, finde ich, noch von früher als Kind. Als Kind musste man nicht stark sein. Man hat einfach gelebt und alles ist um einen rum passiert und es wurde sich um alles gekümmert. Aber dieses Gefühl jetzt ist so selten, finde ich. Und wenn das eine Person dir gibt, wenn du einen schwachen Moment hast, die erlaubt, schwach zu sein, dass du jetzt gerade nicht stark sein musst, ist das Wertvollste, was es gibt, finde ich. Ich zeig dir meine Tränen, dass du mich überhaupt so lieben kannst. Boah. Das sind Dinge, die sonst niemand kann. Wow. Boah. Oh.
Oh, okay, Gänsehaut, wirklich krasse Gänsehaut. Ich hoffe und glaube, jeder, der irgendwie gerade in hoffentlich einer sehr schönen Beziehung ist, wie ich es bin, der kann das irgendwie nachvollziehen. Das hittet dann noch mal mehr gerade, deswegen. Ich schlaf neben dir ein, wache neben dir auf und am Horizont endet die Nacht. Meine bösen Geister schaltest du aus, frag mich immer noch, wie du das machst. Boah, ich finde, Nina ist wirklich wieder so gut da drin, A, Bilder zu erzeugen, aber auch B, Emotionen zu beschreiben. Und ich finde, sie beschreibt gerade so perfekt Liebe und Geborgenheit, wie ich es lange nicht mehr gehört habe. Die Nacht, meine bösen Geister schaltest du aus, frag mich immer noch, wie du das machst. Ich hab sowas noch nie gefühlt, bist du nicht da, muss ich dich dringend wiedersehen. Seitdem ich dich kenn, weiß ich ganz genau, was gemeint ist, wenn jemand von Liebe redet. Wir Oh. beide gegen den Rest, ich Wow. balance mit dir im Abgrund, lang leicht und unfest, setzen unsere Sorgen in den Sand, schau dich. Ich liebe alles daran, wirklich. Ich liebe alles daran. Ich liebe bis jetzt alles daran. Wunderschönes Musikvideo, finde ich. Ich finde, so kann man AI richtig gut einsetzen, weil es hier nichts irgendwie wegnimmt, sondern nur edit, so habe ich das Gefühl. Und der Song ist wunderschön. Super persönlich. Einer der persönlichsten Songs von Nina, finde ich. Setzen unsere Sorgen in den Sand. Schau dich an, du zeigst Hey, was ist los? mir. Hallo, hey, hallo. Du bist nur du und ich und das Meer sonst nicht. Sag, was passiert, wenn ich fall? Sag, was passiert, wenn ich fall? Du nimmst mich in den Arm. Wow, auch dieses, sag, was passiert, wenn ich fall, sag, was passiert, wenn ich fall. Und die Antwort darauf ist, du nimmst mich in den Arm. Immer dieses Gefühl von, oh fuck, was ist, wenn ich falle, was ist, wenn ich falle? Und dann, ah, es ist ja gar kein Problem, wenn ich falle. Ich werde in den Arm genommen, es wird sich gekümmert, es ist alles gut. Boah. Wow. Die Zeit bleibt bei dir stehen und plötzlich fühlt sich freier Fall wie Fliegen an. Ich finde schön, wie dieser Regenbogen das darstellen soll. Alles ist tief und grau und nass und kalt und gruselig. Aber da ist dieser Regenbogen, der macht alles gut wieder. Freier Fall wie Fliegen an. Wow. Du schaffst Dinge, die sonst Crazy. niemand kann. Crazy. Ich muss gerade nicht da. Zeig dir meine Tränen, dass du mich überhaupt so lieben kannst. Das sind Dinge, die sonst niemand kann. Wow. Wow. Crazy. Crazy, 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 crazy. Based on Content bei Jakob Marwein. Ey, Shoutouts Jakob. Jakob ist einer der nettesten Menschen, die ich kennengelernt habe, wirklich. Ganz viel Liebe an Jakob. Und ganz viel Liebe an meine Jive-Leute. Hey, ich liebe euch alle bei Jive. Ich liebe euch alle. Das wisst ihr auch. Wunderschön, Mann. Oh mein Gott. Oh, ich kann nicht warten, bis diese EP rauskommt. Wann kommt sie nochmal? Ich brauche nochmal das Datum, bitte. Farbenblind-EP. Wann kommt's denn raus? Hallo. Ich brauch's doch nochmal. Okay, ich muss mich informieren. Ich muss nochmal nachschauen. Ich habe Februar im Kopf, aber Februar kommt mir so weit weg vor. Boah, Fliegen ist einer der schönsten Songs, die ich seit langem gehört habe. Und einer der Songs, die vielleicht potenziell den größten Einfluss auf mich nachhaltig haben werden. Würde ich jetzt mal vorausschauen sagen. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich so connected gefühlt zu diesem Gefühl von Geliebtheit, Geborgenheit und ah. Ich weiß nicht, da ist Nina so gut drin, das sage ich immer wieder, Sachen so auszudrücken, wie sie sie ausdrückt, dass man connecten kann, dass man relaten kann und sagt, ah ja, genau so ist es. Wow, krass, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Und sie lässt einen so teilhaben an ihrer Gefühlswelt und das schafft sie so stark. Super, super, super schöner Song. Super persönlicher Song, ganz viel Respekt dafür, solche persönlichen Songs so gut hinzubekommen, das ist nicht einfach und Nina hat super gut hinbekommen mal wieder. Vom Aufbau her, vom Soundbild her auch. Oh, diese Pause auch. Was passiert, wenn ich fall? Du nimmst mich in den Arm. Oh, diese Pause da, die ist perfekt. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich bin ein großer Fan von Pausen. Schon in der Schule waren die Pausen das Beste. Aber wirklich, so real talk, die Pause hier, die ist so stark. Wunderschöner Song. Wunder, wunder, wunderschöner Song. Oh, ich freue mich so auf diese EP. Ich hoffe, dass ihr den Song genauso liebt wie ich. Ich weiß nämlich, dass das kein Song ist, der gemacht wurde, um
hey, wir machen jetzt den Song, der uns am meisten Profit im Streaming gibt, ist oder so. Nein, das ist ein persönlicher Song, der so sein soll, wie er ist, der so ist, wie er sein soll. Und das macht mich so glücklich, Mann. Weil Nina hat natürlich auch diese poppigen, eingänglichen Songs. Und das sind jetzt aber so Lieder, die sind genau für diese Personen, die sagen, oh, die von Wildberry Delay, oder? Nee, also ja, auch. Aber nee, das ist auch, das ist sie so. Deswegen machen mich solche Songs so viel glücklicher noch. Und ich freue mich sehr, eure Meinung zu sehen und zu hören, Freunde. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns natürlich mal in weiterem wunderbaren Video. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ganz, ganz wichtig, vergesst heute nicht zu lächeln, das ist mir persönlich immer am allerwichtigsten. Deswegen lasst mir gerne einen kleinen Schmunzler da und dann bin ich auch glücklich für den Tag. Und ja, dann sehen wir uns spätestens, wenn die EP rauskommt, machen wir natürlich eine Reaction zu jedem einzelnen Song, Freunde, wie gewohnt. Und ja, ich habe euch alle ganz so lieb. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Wir sehen uns und ciao.